Moin Leute und willkommen zum 100. Video des gruselige Videos Formats. Zur Feier des Tages und um ein wenig in Erinnerung zu schwelgen, habe ich mir für heute ausgedacht, dass ich euch hier die ersten 100 Minuten und damit die Anfänge dieses Kanals und dem Format zeige. Natürlich muss ich an der Stelle auch sagen, dass ich nicht mehr hinter allen Clips und den dazugehörigen Einschätzungen stehe, die ich damals gewählt habe, denn man entwickelt sich ja auch weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß mit dieser kleinen Reise in die Vergangenheit, die zwar nur 2 Jahre her ist, mir aber manchmal wie 10 vorkommt. Der YouTuber Connor das Adventures uploadete ein Video, in dem man ihn und einen Freund zuschauen kann, wie sie nachts in der Wüste Nevadas auf Entdeckungstour gehen. Doch was sie am Ende fanden, war mehr, als sie sich erträumt haben. Well, with Area 51 being pretty close, what do you expect? What are you talking about? I'm like 2 hours away. So I know some of you guys in the comments were saying, and I'm kind of skeptic too of it being like a creature. I totally agree that it could be just some psycho running around the tunnels, which obviously is a bigger possibility. I don't know. Actually, I saw a rattlesnake in here once. Yeah, that looked up. Okay. Crap, dude. That's not a freaking cat. Oh my gosh. That is not a cat. Gus? Oh my... Shoot, dude. Do we really have to go check that out? Here, come closer. You're out of the camera's range, sir. I'm gonna have to flipping bucket if something comes running out. Did you see anything? No. Oh, dude. What? Dude. Oh. Dude, we gotta go! Dude, that thing's booking it! Go! Oh, shit, go! Im Video sieht man an mehreren Stellen, dass die Kreatur die beiden Abenteurer, ohne dass sie es bemerken, verfolgt und beobachtet. Fake oder nicht, dass das Video gruselig ist, steht, denke ich, außer Frage. YouTube-Nutzer Chris Allen uploadete ein Video, in dem er zeigt und behauptet, dass sich seine Bettdecke durch die Berührung eines Geistes bewegt und beteuert, dass es keine Kleintiere in seinem Haushalt gibt. Yo, this is so creepy. I don't know what the hell this is. It's really creepy that it keeps moving. It's just crazy. There's nobody in the bed. Look, there's nobody in the bed. There's no animals in the bed. We don't got nothing that small, trust me. Do it again. Move around. Now that I'm not in the bed. Yeah, I ain't gonna do it because I ain't in the bed, little punk. Whatever it is. Oh, there it is. Oh, there it is. Look at it. Okay, this is seriously some creepy crap. I got goosebumps, yo. Look, I'm gonna prove to you there's nothing under there. Look, there's literally nothing under here. Was mich etwas stutzig macht, ist neben dem Fakt, dass er so ruhig liegen bleibt, dass er nicht die Decke komplett entfernt, um zu gucken bzw. zu zeigen, dass sich nichts unter der Decke befindet. Ich bin deshalb sehr auf eure Einschätzung gespannt. Man. I'm following you. Yeah, it probably is. I don't know. Ain't no probably is, you skeptic.
Die Clinton Road in New Jersey. Eine Straße, die 10 Meilen durch einen Wald führt, in dem sich mehrere verlassene Friedhöfe aus dem 18. Jahrhundert befinden und regelmäßig satanische Rituale abgehalten wurden, reizte eine Gruppe Jugendlicher aus dem folgenden Video, sich diesen unheimlichen Ort mal genauer anzuschauen. No, don't, Tim! Tim! Who's again? Tim! John! Car! 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 Oh my god! Oh my god! Get in the car! Get in the car! Get in the car! Go, go, go! Wow, he is coming really fast. All we saw was like a streak of blue, and then all of a sudden you saw the headlights. This is a car that f***ed up our moment. We're pretty pissed at this point. What is this? Oh my god, they turned off their lights. They're blinking their lights at us. They're calling for help, John. Get me off the In den Kommentaren des Videos sind die Meinungen stark gespalten. Ein Kommentator merkte jedoch an, dass es mehrere Zeugenberichte in dem Gebiet gibt, die von Phantomautos und sogar fliegenden Scheinwerfern erzählten, die wie aus dem Nichts auftauchten und genauso schnell wieder verschwanden. Würdet ihr euch trauen, die Clinton Road nachts zu Fuß zu durchqueren? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Sean Wells, 2001, hörte jede Nacht die Dachbodentür in seinen Abstellraum klappern, sodass er sich entschloss, eine Kamera aufzustellen, um herauszufinden, was dort nachts sein Unwesen treibt. Seans Mitbewohner ist der Meinung, dass es sich lediglich um Wind handelt, der diesen nächtlichen Wahnsinn verursacht. Jedoch sieht man an einigen Punkten im Video auch potenzielle Geisterorbs. Die Wahrheit wird nur Sean selbst wissen, denn bisher gab es noch kein Folgevideo. YouTuber Introller machte im Jahr 2006 mit seiner Familie einen gemeinsamen Urlaub in Washington DC und ließ es sich nicht nehmen, auf dem Weg dorthin einen Abstecher zum Manassas-Schlachtfeld in Virginia zu machen, auf dem im amerikanischen Bürgerkrieg unzählige Soldaten ihr Leben ließen. Doch als die Familie sich das Video am Abend ansah, entdeckten sie etwas, das sie erschaudern ließ. Denn plötzlich taucht im Video eine weiß gekleidete Frau auf, die laut Introller zu keinem Zeitpunkt vor Ort zu sehen war. Es wird vermutet, dass es sich bei der Frau um den Geist von Judith Carter Henry handelt, einer 85 Jahre alten Frau, die zum Zeitpunkt der Bürgerkriegsgefechte bettlägerig war und keine Möglichkeit hatte, das Haus zu verlassen. Unglücklicherweise wurde Judith tödlich verletzt, als ein Projektil während des Gefechts durch die Wand ihres Schlafzimmers krachte, wodurch sie noch am selben Tag starb und vor ihrem Haus beigesetzt wurde. Stephanie Almagar ist laut eigenen Aussagen ein Medium, die Geister von Zeit zu Zeit hören und auch sehen kann. Unter anderem schildert sie ein Erlebnis, wie verschiedene geisterhafte Gestalten von außen durchs Fenster in ihr Haus starrten.
Das folgende Video zeigt sie beim Versuch, den Leuten im Internet zu beweisen, dass bei ihr etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, indem sie zunächst zeigt, dass niemand außer sie zu dem Zeitpunkt zu Hause war. Während des Videos hört man immer wieder den Feuermelder piepen, den sie selbst als voll funktionsfähig bezeichnet. Jedoch ist dies allein natürlich noch kein Beweis für nichts, da viele Feuermelder heutzutage eine Macke haben und fröhlich vor sich hin piepen können, bis man wahnsinnig wird. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Doch während das Video seinen Lauf nimmt und sie die Erkundung fortsetzt, passieren Dinge, die man teilweise erst auf dem zweiten Blick sieht. Während sie in ihrem Schlafzimmer ist, hört man kurz vor dem Piepen des Feuermelders eine Art Grunzen, das wie das eines Schweines klingt und man ohne Kopfhörer kaum wahrnimmt. Aus diesem Grund zeige ich euch nun den normalen Clip und wiederhole es im Anschluss mehrfach mit Audiobearbeitung. Linen closet, it's a mess too, and that's pretty embarrassing. My room, nobody, nothing. Oh, did you hear that beep? That was pretty loud that time. Nobody behind my door. Kurz danach begibt sie sich ins Esszimmer des Hauses, wo sie nach einem weiteren Zeichen des Geistes fragt, als plötzlich Gruseliges geschieht. Look, do you see this? There is nobody in this house. The TV just came on. Holy crap. I'm gonna reach down and turn it off. If that was a ghost, give me another sign. Anything. You gotta be kidding me. Does everybody see that? The light. Nachdem das Licht wiederholt an- und ausgeht, begibt sie sich zum Schalter, um zu zeigen, dass das Licht nur von diesem Schalter aus an- und ausgeschaltet werden kann. The lights are right there. If anybody at all, I'm gonna turn it off. It was even up. Look, if anybody... Holy fuck! What the shit? Oh my God! Okay, did that door... Na, ist euch was aufgefallen? Während sie in Panik ausbricht und wegrennt, nachdem die Zimmertür rechts von ihr von selber zugeht, sieht man innerhalb des Zimmers etwas Gruseliges stehen, das wie eine merkwürdige Gestalt aussieht. Doch es gibt noch eine letzte Stelle in dem Video, bei der ich zugeben muss, dass ich beim Gucken fast vom Stuhl gefallen wäre, die sich jedoch als optische Täuschung herausstellte, die ich euch aber dennoch nun präsentieren will. What the hell? There is nobody in here, look. There is nobody anywhere. I just went through here. I'll show you every room again. Look. I'm gonna put this rock back on. What the hell? Right there. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich sah es aus, als würde das Gesicht einer alten Frau vor der Kamera schweben, die, sobald das Licht angeht, verschwunden ist. Aber natürlich werden es wohl die Duschvorhänge gewesen sein. Über dieses Video ist leider nicht viel bekannt, außer dass ein Raum in der Nacht gefilmt wird, in dem sich schlafende Personen befinden. Doch die Aktivitäten, die hier stattfinden, sprechen ohnehin eine eigene Sprache. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet und ob ihr eventuell sogar eine plausible Erklärung habt. PJ Digital Productions machte mit einem Freund eine paranormale Untersuchung in einem alten Haus, in dem sie eine gruselige Entdeckung in Form eines geheimen Raumes machten und schon bald zu spüren bekamen, dass sie dort nicht erwünscht sind. Alright, we're looking in the new area of the attic that we found. We had to get a flashlight. Yeah.
And we already knew there was an attic back here. But... Isn't that just the end of the house? No, it has to go. Look, there's a ramp. Look. What is it? Oh. It's a bed. Jesus. Looks there. Patrick. Oh my God. Patrick, what's wrong? Just go. What? Just go. Go. Oh, shit. Kurze Zeit, nachdem sie den Raum betraten, wurde PJs Freund von etwas Unsichtbarem angegriffen. Auf jeden Fall ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergessen dürfte. YouTube-Nutzer Todd Peterson erlebte seit einiger Zeit, wie sich sein Türhaken, sobald er ihn festmacht, nach kurzer Zeit wie von Geisterhand löst. Eines Tages wurde es ihm zu bunt. Und er beschloss, einen Versuch zu starten, das Ganze mal per Kamera festzuhalten. Okay, I'm gonna lock this. It's my bedroom door. I'm gonna lock it. Okay. Now. I wonder if it's gonna do it this time. Probably not. What the fuck? Weiterführende Videos zu dem Fall sind leider nicht vorhanden. Also können wir mal davon ausgehen, dass er eine geistersichere Türsicherung eingebaut hat. Ein sehr merkwürdiges Video wurde von Amy Edmund hochgeladen, das, wie sie beschreibt, eine Aufnahme zeigt, die vom Bewegungsdetektor ihrer Überwachungskamera ausgelöst wurde. Sie selbst fragt sich, ob es ein Glitch in der Kamera ist. Ich frage mich vielmehr, ob es ein Glitch in der Matrix ist. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Eine Reddit-Nutzerin aus Massachusetts, die nicht namentlich erwähnt werden möchte, uploadete über mehrere Wochen Videos, die nächtliche paranormale Aktivitäten in ihrem Zuhause zeigen. Infos über die Vergangenheit dieses Hauses liegen leider nicht vor, doch die Spukerfahrung begann, als sie vor 2 Jahren dort einzog. Und nachdem diese übernatürlichen Vorfälle in den letzten Wochen immer häufiger auftraten, entschloss sie sich, nachts eine Kamera aufzustellen, um ihre Erlebnisse beweisen zu können und Hilfestellung von anderen Menschen zu bekommen. Auf einem Großteil dieser Videos sind außer lauter Geräusche keine optischen Phänomene zu erkennen. Allerdings konnte ich auf 2 der Aufnahmen eindeutige Erscheinungen ausmachen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Beachte, dass nachdem der Geist ein zweites Mal in Erscheinung tritt,
sich die Geräusche vom Klang verändern und sich anhören, als ob die Geräusche im Zimmer selbst auftreten. Doch es gibt noch ein weiteres Video, das in einem anderen Zimmer desselben Hauses aufgenommen wurde. Achtet hierbei auf die Couch ganz rechts im Bild, die ich mit einem roten Kreis markiert habe. Laut ihrer Aussage befindet sich hinter der Kamera ein Fenster. Jedoch ist ihr Grundstück von Büschen und Bäumen umgeben, die ihr Grundstück von der Straße blockieren und man aus diesem Grund vorbeilaufende Menschen, die möglicherweise einen Schatten werfen, ausschließen kann. Was diesen Fall für mich besonders interessant macht, ist der Fakt, dass die Person nicht erwähnt werden möchte, sondern einen Rat von Experten ihr sucht, statt den schnellen Ruhm im Internet zu bekommen, den leider so viele Geistervideofilme suchen. Ich habe mich jedoch dazu entschieden, den Post dennoch zu verlinken, da ich weiß, dass meine Zuschauer korrekte Leute sind, und bitte euch, falls ihr einen Rat haben solltet, euch gerne an die Person zu wenden. Der Meriden Tunnel in Ontario, Kanada, auch bekannt als Blue Ghost Tunnel, ist eine 217 Meter lange ehemalige Bahnunterführung, die seit 1915 ungenutzt ist und schon während des Baus von 1875 bis 1876 das Leben von 107 Arbeitern forderte. Heute ist der Tunnel ein beliebtes Ziel von Geisterjägern aus der Umgebung und Berichte von Berührungen, Stimmen, Geistererscheinungen oder einen blauen Dunst, von dem der Tunnel seinen Namen hat, und oft in direkter Umgebung gesichtet wurde, sind keine Seltenheit. Dies reizte das Pärchen aus dem folgenden Clip, sich die Sache genauer anzuschauen, statt einen romantischen Netflix-Abend abzuhalten. Ich empfehle an dieser Stelle Kopfhörer, da es hier um ein Audiophänomen geht, und werde die Stellen mehrmals normal laufen lassen und dann mehrmals mit Audiobearbeitung wiederholen. So I came back in the tunnel for a second time, so I'm trying to find the other side of how you get to the other side. I can see a light at the end of this tunnel, but I can't see where the bridge and the tunnel intersect. If that's you coming closer to me, could you please stop? Würdet ihr euch trauen, einen Tunnel mit dieser tragischen Hintergrundgeschichte zu betreten? Oder wart ihr schon mal an einen Ort, der für Geistererscheinungen bekannt ist? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Hopefully we got something on film. Den folgenden Clip ließ mir eine befreundete Geisterjägerin von den Paraproof Spirit Sisters zukommen, die vor einiger Zeit eine paranormale Untersuchung im Harz unternommen haben, infolge eines Anrufs einer alten Kindheitsfreundin, die im Auftrag ihres Nachbarn die furchtlosen Spukforscher rief, nachdem er in seinem Haus mehrfach nebulöse Gestalten sah und seine Frau bereits an seinem Verstand zweifelte. Keine 2 Minuten nach Beginn der Untersuchung sah eine der Geisterjägerinnen etwas aus dem Augenwinkel, woraufhin sie direkt die Kamera draufhielt und ein zwar nur 4 Sekunden Clip entstand, der jedoch etwas länger im Kopf bleiben dürfte als so manch anderer. Achtet beim Schauen auf das Fenster und den mit rotem Kreis markierten Bereich, sobald die Kamera dorthin schwenkt. Ich werde das Video einmal normal abspielen und im Anschluss mehrfach mit Zoom und Zeitlupe zeigen.
Der Bereich, von wo aus die Gestalt durchs Fenster schaut, ist in einen geschlossenen Hof, der zum Haus gehört, in dem zum Zeitpunkt niemand anwesend war. Und falls doch, würde er wohl jeden Basketballer der Welt von Neid erblassen lassen. Denn ich zeige euch nun die Perspektive von der anderen Seite des Fensters. Die Gestalt kam, wie es im Video aussieht, von der rot markierten Stelle ins Bild und drehte dann nach kurzer Pause weiter in selber Richtung ab. Was es auch immer war, ich würde sicherlich meine Koffer packen und ausziehen, wenn mir jemand so eine Aufnahme aus meinen eigenen vier Wänden zeigen würde. Und wie sieht es bei euch aus? Wie würdet ihr reagieren, wenn Geisterjäger bei euch zu Hause sind und euch im Nachhinein so eine Aufnahme zeigen würden? Lasst es mich in die Kommentare wissen. Auch ohne Kreaturen und bei Tageslicht können im Wald durchaus beängstigende Entdeckungen gemacht werden. Doch was hier wie Mutter Natur wirkt, die einen kräftigen Atemzug frischer Waldluft nimmt, ist in Wirklichkeit ein sehr irdisches Phänomen. Denn bei den Bäumen im Video handelt es sich um Fichten, dessen Wurzelsystem mehr in die Breite als in die Tiefe wächst. Und gepaart mit starkem Wind und durch Regen auf gelockerter Erde entsteht dieser durchaus atemberaubende Effekt, den man wahrscheinlich nicht so schnell vergessen wird. Im Jahre 1999 hörten Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheims immer wieder Tiergeräusche in der Nacht, die wie eine Katze klangen. Da dort keine Katzen ansässig sind, machten sie sich auf die Suche nach dem vermeintlichen Streuner. Jedoch ohne Erfolg, bis einer der Mitarbeiter die Idee hatte und eine Kamera aufstellte und folgende Aufnahme entstand. Was glaubt ihr? Ist dies möglicherweise der Geist einer Katze, die ihrem Herrchen im Pflegeheim beistehen will und deswegen dort herumspukt? Oder ist das Ganze nur ein böser Scherz? Das GRIP-Team, ein Geisterjäger-Team aus Delhi in Indien, bekam im September 2014 den Auftrag eines Kunden, einen Keller zu untersuchen, in dem in der Vergangenheit mehrere paranormale Vorfälle auftraten, nachdem es dort zu zwei tragischen Todesfällen kam. Das folgende Video ist die Ausbeute dieser Untersuchung. Zum Video muss noch angemerkt werden, dass dieser Clip erst im Jahr 2017 von einem Teammitglied per Zufall entdeckt wurde und Teil von insgesamt 48 Stunden Videomaterial war, das während der Untersuchung des Kellers aufgenommen wurde. Beefcake uploadete ein Video, das laut seinen Angaben den sogenannten Dogman zeigt, einer sagenumwobenen Gestalt, die wie der Bigfoot in den Wäldern Amerikas beheimatet sein soll und schon bei den amerikanischen Ureinwohnern ein großes Thema war.
Es ist natürlich schwer zu sagen, ob das Ganze ein Kostüm ist oder nicht. Jedoch finde ich, dass die Kreatur im Video ziemlich groß wirkt, nachdem sie aus dem Bild läuft. Fake oder nicht, gruselig sieht dieses Ding allemal aus. Maximum Disclosure. Uploadete ein Video, das von einem besorgten Hausbesitzer gemacht wurde, der eine Kamera in seinem Wohnzimmer aufstellte, wo er paranormale Aktivitäten vermutete. Was denkt ihr? Konnte hier eventuell eine Schattenperson auf Kamera festgehalten werden? Oder ist das Ganze nur ein Trick? Eine Reddit-Nutzerin aus Schweden postete dieses Video einer Instagram-Story ihrer Freundin, die auf dem Weg zu einem Arzttermin war, bei dem sie durch ein kleines Waldstück laufen muss. Jag är på väg till min psykolog nu och han har lovat mig att kolla på Melmurder den här veckan. Och jag undrar vad han kommer ställa för diagnos på mig. Och alltså, det är så jävla fucking halt. Helt gyttjigt här i skogen. Die Person selbst glaubt nicht an das Paranormale und wurde erst durch Freunde darauf aufmerksam gemacht, die die Kreatur in ihrem Video entdeckt haben. Und falls ihr euch fragt, welcher Arzt denn Abendstermine macht, weil es so dunkel ist im Video. In Schweden ist zu dieser Jahreszeit der Tag extrem kurz. Und zum Beispiel im Dezember scheint die Sonne sogar nur 6 Stunden. Was glaubt ihr, was dieses Wesen sein könnte? Ein schwedischer Waldtroll? Oder nur ein ganz normales Tier, das uns trollt? Reddit-Nutzer Riemann 8 postete ein Video seiner Überwachungskamera, die er in einem alten Haus, das er als Lagerplatz für seine Immobilienverwaltungsfirma nutzt, aufgestellt hat. Eines Abends bekam er die Meldung, dass in seinem Haus die Alarmanlage ausgelöst wurde, aufgrund von Bewegungen im Inneren. Er vermutete natürlich, dass Einbrecher dort die Unwesen treiben. Doch wie das Video der Überwachungskamera zeigt, hatte er es hier mit etwas zu tun, dem man nicht ganz so einfach Handschellen anlegen kann. Riemann 8 erklärte in den Kommentaren, dass in dem Haus öfter unerklärliche Geräusche von den Mitarbeitern seiner Firma gehört wurden, die dieses Haus nur ungern betreten. Dieses Ereignis wird sicherlich keinen positiven Effekt bei den Angestellten gehabt haben. Das folgende Video stammt von einer Security-Frau, die ein vermeintliches Spukhaus bewacht und offensichtlich keine ruhige Schicht hatte. Okay, it straight up sounds like there's somebody fucking upstairs. And there's nobody here. Auf jeden Fall ein extrem gruseliges Video. Und auch ihre Reaktion wirkt sehr authentisch. Ich würde mir nach so einem Vorfall jedenfalls zweimal überlegen, ob ich mir nicht doch lieber einen langweiligen Bürojob suche. Simon Schumann aus Simbabwe uploadete dieses Video einer Überwachungskamera nahe einer Bahnstrecke.
Leider ist es immer nicht optimal, wenn man die Originalaufnahme der Kamera nicht sieht, da die Qualität der Überwachungskamera selbst schon nicht optimal ist. Und wenn diese zusätzlich noch abgefilmt wird, tut dies natürlich sein Übriges. Jedoch finde ich die Aufnahme sehr interessant, denn abgesehen von den Lichtern, die Simon als Orbs bezeichnet, ich aber davon ausgehe, dass es eine Art Fackel ist, bei der Funken fliegen, sieht man an einer Stelle des Videos die vermeintliche Hexe, wie sie von einem Kommentator bezeichnet wird, in einem ziemlichen Tempo laufen, ohne dabei auszusehen, als würde sie rennen. Wer weiß, was Simon hier festgehalten hat. Ich werde den Fall auf jeden Fall im Blick behalten und mögliche Updates liefern. Odyssey Paranormal Society, ein Geisterjägerteam aus den USA, führte eine paranormale Untersuchung in einem nicht näher benannten Haus durch. Während es sich die Ermittler auf dem Sofa des Hauses gemütlich machten und eine Befragung der dort ansässigen Geister durchführten, fragte Sean, der männliche Ermittler, in den Raum, ob der Geist all seine Energie zusammennehmen könnte, um seine Präsenz zu zeigen. Als Folgendes geschieht. Wherever you can do, wherever you can manifest your energy with. Ein echter Schreckmoment für Sean, bei dem man selbstverständlich nicht sicher sein kann, ob der Geist oder schlichtweg die Physik im Spiel war. Was ich jedoch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich zumindest garantiert vor Schreck vom Sofa gefallen wäre. In einer weiteren Aufnahme, die einige Tage später aufgenommen wurde, entdeckten die paranormalen Ermittler merkwürdige Lichter auf der rechten Seite der Glastür, für die sie absolut keine Erklärung finden konnten. Habt ihr eventuell eine Erklärung für dieses seltsame Lichtphänomen? Oder könnte es doch etwas Paranormales sein, das wir hier sehen? In einem ihrer neueren Videos führten sie eine Fragerunde im Keller des Ermittlungsortes durch, erneut mit der Bitte an den Geist, sich bemerkbar zu machen. Tell you what, we might move to another room here on this floor. Could you, make a noise? But that was okay.
Ein äußerst engagierter Geist, bei dem sich viele seiner Kollegen noch ein Stück Ektoplasma abschneiden können. Denn noch bevor der Satz zu Ende gesprochen werden konnte, gibt er bereits sein Zeichen. Aber das wohl gruseligste Video der Truppe stammt aus dem Esszimmer des Hauses, bei dem eine deutliche Stimme etwas sagt, das genau zum Raum passt, in dem sie aufgenommen wurde. Ich werde die Aufnahme nun wie gewohnt normal abspielen und danach mit etwas Bearbeitung viermal wiederholen. Auf jeden Fall spannende Aufnahmen von den Jungs und Mädels, von denen wir sicher nicht das letzte Mal gehört haben. Jesus. Oh my God. That came from the kitchen. Ein ziemlich kurioses Video einer Überwachungskamera aus Indien, welches vom YouTube-Nutzer Talha Jajvi hochgeladen wurde. Ich hoffe an dieser Stelle, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, zeigt, wie ein Motorrad wie durch Geisterhand anfängt, sich in Bewegung zu setzen, bis es nach nur wenigen Metern umfällt. Ich habe mir das Video mehrfach angesehen, aber konnte beim besten Willen keine Hinweise auf Drähte oder Seile erkennen, die sicherlich nötig wären, um so ein Motorrad in Bewegung zu setzen. Habt ihr vielleicht eine Idee, auf die ich selbst nicht gekommen bin? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Der YouTuber Phil Koch dokumentierte vor Jahren paranormale Aktivitäten in einem Bauernhaus und seinen Nebengebäuden, die im Jahr 1892 erbaut wurden und sich in der Nähe seines Hauses befanden. Ursprünglich war das Gebäude eine Schweinefarm, die jedoch mittlerweile seit 20 Jahren völlig unbewohnt ist. Er hörte auf, weitere Forschungen an diesem Ort zu betreiben, als ihn etwas von diesen Räumlichkeiten nach Hause folgte und seine Familie und ihn mit lauten Geräuschen in der Nacht und Kratzern am Körper mit den typischen drei Linien, die auf etwas Dämonisches hindeuteten, terrorisierte. Woraufhin er dem Paranormalen komplett den Rücken kehrte und sich auf andere Dinge konzentrierte. Heute ist die Farm komplett mit Brettern vernagelt und ein Zutritt nicht mehr möglich, was vielleicht auch besser ist, wenn man die folgenden Aufnahmen sieht. Am nächsten Morgen kehrte er am Ort des Geschehens zurück, nur um festzustellen, dass der Stuhl wieder aufgerichtet war. Wie es scheint, war der Stuhl auch nicht leicht, und die Person im Video war sichtlich bemüht, beim Versuch die Szene nachzustellen. Was glaubt ihr? Echt oder fake? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Push it back up, see. Push it back up. No? Wait, set what? On the bar, okay, grab it. Alright, just leave it, just leave it. Alright. Well? Okay, Cookie postete dieses Video auf Reddit, das mit einer sogenannten Ring Doorbell, einer Türklingel mit Videofunktion, aufgezeichnet wurde. Doch ausnahmsweise war es diesmal weder der Paketbote noch der Pizzalieferant, der vor die Linse trat, sondern ein Gast, dem man sicher etwas ungern die Tür öffnen würde. Man kann, wenn man genau hinsieht, einen Oberkörper und Schultern erkennen. Jedoch darf man speziell bei stationären Kameras nie vergessen, dass solche Videos leicht nachzustellen sind. Jedoch bleibt der Gruselfaktor auf jeden Fall bestehen. Und schickt man das Video einen ungewollten Verehrer,
wird auch dieser freiwillig von der eigenen Haustür fernbleiben. Collins 2002 aus Ohio war im Dillon State Park auf der Suche nach Holzknollen, in Fachkreisen auch Maserknollen genannt. Ein Material, das sich an Bäumen bildet und aufgrund seiner besonderen Maserung sehr beliebt ist und zur Fertigung von hochwertigen Möbelstücken und anderen Gegenständen verwendet wird und damit auf dem Markt einen sehr hohen Preis erzielt. Doch seine Suche wurde insgesamt zweimal gestört, als in der Ferne mysteriöse Tierlaute, die Collins mit einem Brüllaffe vergleicht, den Wald durchdrangen. Ich werde die beiden Stellen nun durchlaufen lassen und die Sounds im Anschluss nochmal einzeln mehrfach laufen lassen. Ich empfehle euch an dieser Stelle Kopfhörer zu verwenden. I'm looking for tree burrows that I can reach. The thing bad about tree burrows, if they're still in the tree, usually they're ones that are worth cut. I hope I got that on audio, because I don't know what the hell that is. And there it is again. Holland ist scheinbar keine leichtgläubige Person und schließt nicht aus, dass sich andere Menschen im Wald einen Scherz erlauben und diese Sounds über Lautsprecher abspielen lassen. Denn Ohio ist sehr bekannt für Bigfoot-Sichtungen. Jedoch klingen diese Sounds, wie ich finde, durchaus authentisch. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Vielleicht kennt ihr ja Waldtiere, die solche Töne abgeben können, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Schreibt es mir gerne wie immer in die Kommentare. Jesse White uploadete dieses Video, das sein Vater gemacht hat, während er in Wisconsin auf Hirschjagd war. Doch das wahre Highlight an diesem Tag war wohl eher dieses Video, statt ein erlegtes Tier. Ich empfehle euch, Kopfhörer zu nutzen. Und wie immer werden die Geräusche im Anschluss mit Audioverstärkung wiederholt. I heard this sound. I have no clue what it is. I never heard it before in my life. Was meint ihr? Hören wir hier einen Bigfoot? Oder handelt es sich hier um etwas ganz anderes? That's weird. Jay von The Journey is the Destination hat eine Videoreihe im weltberühmten Waverly Hills Sanatorium aufgenommen, in denen er eine paranormale Untersuchung mit Freunden unternahm. In einem seiner Clips fiel mir etwas ziemlich Gruseliges auf, das wie ein Gesicht aussieht. Beim näheren Betrachten der Kommentare sah ich, dass auch einige andere dasselbe gesehen haben und zeigte es darauf einigen Leuten zum Test, ob sie auch etwas erkennen, was durchweg alle mit Ja beantworteten. Aus diesem Grund zeige ich euch nun den Clip, zunächst ohne jeglichen Hinweis und wiederhole es zum Schluss mit Markierungen.
Was meint ihr? Habt ihr es ohne Hilfe wahrgenommen? Meint ihr, es ist Pareidolie? Auf jeden Fall, wie ich finde, eine gruselige Aufnahme eines umso gruseligeren Ortes. Ich denke, da werden wir uns alle einig sein. Reddit-Nutzerin NoReality256 postete dieses Video aus ihrem Homeoffice mit der Bitte an die Community, ihr zu helfen, die Geschehnisse in ihrem Haus zu erklären. Sie selbst bezeichnet sich als rationale Person, die nicht an paranormale Dinge glaubt. Doch spätestens nach diesem Video dürfte sich das etwas ändern. Bring your bag. Just gotta suck it down today, it's fallen over. Oh, I really hope that's just the floor. Maybe you can see that. Right, so if it keeps falling over on its own, fair enough. I don't know, I'm just weirded out because it's the second time. Okay, it's done it again, but look, three times the fucking wheel's spinning. Das Fahrrad hat sie erst kürzlich gekauft und seitdem es in ihrer Wohnung steht, fällt es regelmäßig um. Und auch wenn man hier noch sagen kann, dass es ein Defekt am Drahtesel ist, der dies verursacht, wird man bei folgenden Bildern eindeutig eines Besseren belehrt. Denn NoReality256 will Gewissheit haben und positioniert das Fahrrad so, dass es auf natürlichen Wege keine Möglichkeit gibt, dass es von selbst umfallen kann. Doch seht selbst. So, if you are a freaky bike, then there's no way that you can move. Seriously now, it's, the thing's shaking. That's the room it's in. Please tell me, please, please. Fuck. I'm terrified. I'm not gonna lie. Oh, you didn't. I don't wanna do it. Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Get me out of here now! Get me out of here now! I can't do this anymore. I'm shaking. Right, fuck this. Right, the front door is in front of me to the right, and there is nothing happening right now, but I need to get the fuck out of here, so. I don't like this. I'm gonna go to my friend's house. Fuck. Oh, pray for me, pray for me. Fuck this house. Nach diesen Aufnahmen hat sie nie wieder in diesem Haus geschlafen und ist kurze Zeit später umgezogen und hatte zum Glück bis heute keine weiteren Erlebnisse dieser Art. Yeah, I'm moving out. So, anybody wanna buy a bike? Let's get out here, Seth. This is not normal. Moin Leute und willkommen zum 100. Video des Gruselige Videos Formats. Zur Feier des Tages und um ein wenig in Erinnerung zu schwelgen, habe ich mir für heute ausgedacht, dass ich euch hier die ersten 100 Minuten und damit die Anfänge dieses Kanals und dem Format zeige. Natürlich muss ich an der Stelle auch sagen, dass ich nicht mehr hinter allen Clips und den dazugehörigen Einschätzungen stehe, die ich damals gewählt habe, denn man entwickelt sich ja auch weiter. Aber lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß mit dieser kleinen Reise in die Vergangenheit, die zwar nur 2 Jahre her ist, mir aber manchmal wie 10 vorkommt. Der YouTuber Moxley's Adventures besuchte zum zweiten Mal einen Spukort, der auch als Jimmy's Haus bekannt ist, in dem der Vorbesitzer gestorben ist. Während der Untersuchung passierten einige merkwürdige Dinge, von denen ich euch nun eine Auswahl zeigen werde. Schon am Anfang war zu erwarten, dass dies eine interessante Expedition werden wird. Denn schon beim bloßen Ausrufen des Namens von dem dort verstorbenen Vorbesitzer schlug der EMF-Meter immer wieder aus. So Jimmy, if you're here, and that's you that haunts this place. There we go, it's flashing. Thank you, Jimmy. 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 Every time I say Jimmy, it flashes. Jimmy, you okay with us being here? Wer
Während einer weiteren EMF-Sitzung, bei der sie wie zuvor Fragen in den Raum warfen, um Antworten zu bekommen, erschien plötzlich etwas, das für die Abenteurer sicher spannender war als ein bloßer Ausschlag des EMF-Meters. Mate, what was that? I think I seen a shadow. Is the shadow there? Mate, I just seen the shadow again. On that wall there. I seen that. Did you see it? Yeah. That was mint. Whoa, I seen that one, guys. I think I seen the shadow. Is the shadow there? Mate, I just seen the shadow again. Im folgenden Clip sehen wir, wie sich auf der rechten oberen Seite des Videos eine Art Nebel formt, der schon mal zumindest nicht vom Atem kommen dürfte, da man im Rest der Untersuchung keinen derartigen Effekt gesehen hat. Einige Kommentatoren erwähnten, dass sie sehen können, wie sich in diesem Nebelschleier ein Gesicht formt. Jedoch konnte ich zumindest nichts dergleichen erkennen. Daher bin ich auf eure Meinung gespannt und zeige euch den Moment nun mehrfach mit Zoom und Zeitlupe. Während ihrer Untersuchung traten noch viele weitere Phänomene auf, die ihr im Originalvideo, das wie immer in der Beschreibung verlinkt ist, anschauen könnt. Es ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Ein Reddit-Nutzer erlebte seit etwas über einem Monat wiederkehrende paranormale Aktivitäten, nach denen man laut seinen Beschreibungen die Uhr stellen könnte, in Verbindung mit seinem Kleiderschrank. Als er endlich all seinen Mut zusammennahm und sich entschloss, den Spuk auf Kamera festzuhalten, geschah Folgendes. After the ceremonies, it was time to head north to the observing sites. But the high level attention and support continued. So we definitely had a full convoy led by a police escort leading us. Leider gibt es keine weiteren Informationen oder Folgevideos, da der Nutzer mittlerweile seinen Account gelöscht hat. Jedoch gibt es in den Kommentaren eine vorwiegend positive Resonanz. Und viele merken an, dass seine Reaktion nicht gespielt wirkt. Was meint ihr? War es ein Zeichen aus dem Jenseits, das sein Modegeschmack zu wünschen übrig lässt? Oder hat sich hier jemand einfach einen Scherz erlaubt? Der YouTuber Leviathan aus den USA uploadete zwischen Anfang 2017 und Anfang 2020 drei mysteriöse Videos, die ihn dabei zeigen, wie er nachts ein Geräusch im Wald nachgeht, die einen Horrorfilm in nichts nachstehen. Doch während man im ersten Video noch keine sonderlich mysteriösen Begebenheiten feststellen kann, nimmt dies in den folgenden Videos stark an Fahrt auf. Thank you.
Viele Kommentatoren wiesen darauf hin, dass es sich bei der Kreatur im Video um den sogenannten Crawler handelt. Einer Kreatur, die laut Legenden in Höhlen und verlassenen Minenschächten beheimatet ist und ausschließlich im Schutze der Nacht ihre Behausung verlässt. Sichtungen dieses furchteinflößenden Wesens reichen von Montana bis Pennsylvania. Jedoch gibt es bisher keinerlei Berichte von Übergriffen auf Menschen. Reddit-Nutzer AlwaysBlurkin zeichnete auf seiner Überwachungskamera im Schlafzimmer auf, wie ein Buch von seinem Nachtschrank wie von Geisterhand herunterfällt. In den Kommentaren sind die Meinungen sehr gespalten und viele gehen davon aus, dass das Buch durch eine Bewegung seinerseits herunterfällt. Jedoch habe ich und einige Personen in den Kommentaren etwas im Video entdeckt, das die Sache vielleicht in ein anderes, gruseligeres Licht drücken könnte. Ich lasse das Video nun normal abspielen und werde im Anschluss genauer auf meinen Fund eingehen. An einem einzigen Frame im Video blitzt etwas auf, das einige der Kommentatoren als menschliche Form erkannt haben. Ich habe hier mein Bestes versucht, Helligkeit und Kontrast anzupassen, um die vermeintliche Gestalt etwas genauer darzustellen. Letztendlich kann es natürlich auch nur Staub sein, aber das Timing zwischen Bewegen des Buches und Erscheinen der Gestalt ist schon interessant. Lasst mich gerne eure Meinungen dazu in den Kommentaren wissen. The Haunted Site. Ein Geisterjägerteam aus Amerika untersuchte das ehemalige Staatsgefängnis in Carson City, Nevada. Eine Strafanstalt mit bewegender Geschichte. Bis zu seiner Schließung aus Budgetgründen im Jahr 2012 galt sie als die am längsten betriebene Strafanstalt in der Geschichte der USA. Und als erste die im Jahr 1924 die Todesstrafe durch die Gaskammer am damals 31-jährigen John Gee vollstreckte. Während der Untersuchung dieses Ortes konnten die Jungs von The Haunted Site viele bemerkenswerte paranormale Ereignisse festhalten. Doch das meiner Meinung nach erstaunlichste ist das folgende. Are you down there? Whoa, what was right there? That was here. 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 Das Phänomen wird auch Disembodied Voice genannt und ist im Gegensatz zu einem EVP oder auch Tonbandstimme genannt, live vor Ort mit den eigenen Ohren zu hören. Schaut euch gerne das komplette Video und mehr auf dem Kanal von The Haunted Site an und lasst Grüße von der Mythenecke-Community da. Die Links sind wie immer in der Beschreibung. Reddit-Nutzerin Lesbis27 postete dieses Video, das mit der Türkamera ihrer Mutter aufgenommen wurde, mit der Frage, was die Leute davon halten. Normalerweise kann man natürlich fast immer bei solchen Videos davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Käfer oder anderes Insekt auf der Linse handelt. Doch für mich sieht es ganz klar danach aus, dass das Objekt weiter vor dem Haus ist, da man erkennen kann, wie es hinter der Wand in Erscheinung tritt und auch ebenso hinter dem Pfosten weiterschwebt. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Das folgende Video zeigt Reddit-Nutzer Brick Rimsey beim Erkunden eines scheinbar verlassenen Krankenhauses. Doch so verlassen, wie es anfangs auch scheint, wird ihm recht schnell klar, dass er von dieser Expedition noch seinen Enkelkindern erzählen wird. Brick Rimsey hat leider keine genauen Angaben über den Ort der Aufnahme gemacht und einige Kommentatoren sind der Meinung, dass es elektrische Vorhänge sind, die diesen Spuk verursachen und dass der Ort somit noch mit Strom versorgt sein könnte. Jedoch wirken die Vorhänge für mich wie ganz normale Vorhänge,
Daher wäre es interessant, eure Meinung zu hören, falls ihr im medizinischen Bereich arbeitet und den Vorgang im Video vielleicht besser einschätzen könnt. Ein Angestellter von Aeromexico hörte merkwürdige Geräusche aus einem Flugzeug, woraufhin er mit Kamera und Taschenlampe bewaffnet der Sache nachging und schon bald erkennen musste, dass die Geräusche, die er hörte, keine Einbildung waren. Verga. ¿Qué fue eso? No mames. Ich konnte zu diesem Fall keine genaueren Details in Erfahrung bringen und gehe davon aus, dass wenn dieses Video in den Medien behandelt wurde, dies nur innerhalb Mexikos der Fall war. Außerdem habe ich jemanden, der als Sicherheitskraft am Flughafen arbeitet, gefragt, ob es üblich ist, dass auch Flugzeuge nachts patrouilliert werden. Und zumindest in Deutschland ist das nicht der Fall. Dass es aber in Mexiko durchaus sein kann, schließt er aber nicht aus, zumal dort die Kriminalitätsrate, gerade was den Drogenschmuggel angeht, dort weitaus höher ist. Und solche Patrouillengänge dadurch sehr wahrscheinlich macht. YouTube-Nutzer Blake Weed aus Kanada stellte eine Kamera im Zimmer seines Kindes auf. Ob es als reine Überwachungsmaßnahme gedacht war oder ob er paranormale Phänomene im Vorfeld vermutete, ist leider nicht bekannt. Welche Intention für das Aufstellen der Kamera er auch hatte. Er wird sicher das bekommen haben, was er sich erhofft hat. YouTube-Nutzerin Sylvia C. erlebt seit einiger Zeit paranormale Aktivitäten in ihrer Wohnung, die sie auf ihrem YouTube-Kanal dokumentiert. Eins der gruseligsten ist das folgende. Cover is moving. Oh my God, guys. Spirit in the kitchen, is there anything else you want to move tonight? Why are you... do you want my help? Please move something if you want my help. Moving the pots again. In einem weiteren Video, das ebenfalls in der Küche aufgenommen wurde,
sehen wir, wie sich fast die komplette Einrichtung selbstständig macht. Sylvia behauptet, dass sie eine Ouija-Board-Sitzung oder bei uns auch Hexenbrett genannt hatte, die sie nicht ordnungsgemäß geschlossen hat und als Auslöser der Aktivitäten vermutet. Was auch immer diese Aktivitäten ausgelöst hat, hoffen wir, dass sie genauso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Pure Paranormal, ein in Colorado ansässiges Geisterjägerteam, untersuchte ein im 18. Jahrhundert errichtetes Haus, in dem Berichten zufolge ein junges Mädchen spuken soll. Zum Zeitpunkt der Untersuchung befanden sich eine Studentin und zwei männliche Geisterjäger in dem Gebiet, die man auch im Video sprechen hört. Doch wie es scheint, waren sie lediglich die einzigen lebenden Personen vor Ort. Yeah, we can get comfy and do a K2 or whatever, do a EVP session. Yeah, we can get comfy and do a K2. Oh, look, we got chairs in here. Yeah, we can get comfy and do a K2 or whatever, do a EVP session. Yeah, we can get comfy and do a K2. Oh, look, we got chairs in here. Yeah, we can get comfy and do a K2 or whatever, do a EVP session. Ich persönlich habe mir das Video mehrfach angesehen und angehört, aber konnte beim besten Willen nicht heraushören, was die Stimme sagt. Falls ihr eine Idee habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. YouTube-Nutzer Memester Rodriguez wollte eigentlich nur ein entspanntes Video zeigen, in dem er uns seine Basis, die er mit seinen Freunden im Wald gebaut hat, präsentiert. Doch was harmlos begann, schlug schnell in pure Angst um. Oh. Well, that stinks. What was that? Is that a cow? What is that? Oh, frick! Bei der Kreatur im Video soll es sich um den sogenannten Wake handeln. Einer Kreatur, die die meisten von euch sicher aus Creepypasta-Stories und dergleichen kennen. Jedoch stammt ihr Ursprung aus alten Erzählungen von amerikanischen Ureinwohnern. Und die erste dokumentierte Sichtung, in der die Kreatur zum ersten Mal als Wake bezeichnet wurde, reicht zurück ins Jahr 1691. Auch wenn man bei Videos dieser Art schnell einen Fake vermutet, finde ich, wirkt die Reaktion des Jungen ziemlich authentisch und die Gestalt, auch wenn es nicht die beste Videoauflösung ist, verdammt gut gemacht. Ich würde gerne mal eure Meinung dazu wissen. Ist Memester hier einen echten Wake begegnet oder war alles nur ein, wenn auch ziemlich gut gemachter Prank? In diesem Video, aufgenommen im Hospital Civil de Guadalajara in Mexiko, sehen wir zwei Angestellte, die, auch wenn man der Sprache nicht mächtig ist, sichtlich amüsiert rumscherzen. Doch was als nächstes passiert, wird beiden so schnell sicherlich kein Lachen mehr entlocken. Ah, no mames. ¿Qué?
pasó algo. ¿Qué pasó, no mames? A ver, ven. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, ¿eh? ¡Se mueve, ya se mueve! ¡Vete a la verga! Yo no voy. No mames. Leider konnte ich keine genaueren Informationen über diesen Vorfall in Erfahrung bringen, da ein sehr großer Teil der Kommentare auf Spanisch ist. Sollte aber von euch jemand der Sprache mächtig sein, könnt ihr es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen lassen, falls dort irgendein Detail erwähnt wird, das wichtig sein könnte. Das Geisterjägerteam Paranormale Welten hat ein Format, in dem sich die einzelnen Mitglieder regelmäßig auf Challenges schicken, bei denen sie einzeln einen Ort besuchen, um mögliche Spukphänomene aufzuzeichnen. Diesmal war der Chef der Truppe Matthias an der Reihe, der mit Linda von den Ghost Ladies als Verstärkung unter anderem am Landwehrkanal versuchte, mit dem Geist von Rosa Luxemburg in Kontakt zu treten. Einer politischen Aktivistin, die im Jahr 1919 ermordet und der Leichnam am Ende in diesem Kanal, so muss man es leider sagen, entsorgt wurde. So Jungs, jetzt sind wir hier bei Rosa Luxemburg und jetzt werden wir einmal ein paar Fragen stellen, würde ich sagen, und gucken mal, ob irgendwas ausschlägt oder ob wir irgendwie, ob Rosa Luxemburg heute mit uns reden möchte, weil wie gesagt, hier an dem Platz wurde halt ermordet, wir müssen jetzt nochmal nachgucken gehen am besten. Nochmal, also am Abend des 15. Januars 1919 wurde Dr. Rosa Luxemburg und Dr. Karl Liebknecht von Soldaten und Offizieren misshandelt und ermordet. Rosa Luxemburg tödlich verwundet oder tot wurde an dieser Stelle von ihren Mördern in den Landwehrkanal geworfen. Also, das heißt, wo wir hier gerade stehen, im Endeffekt wurde Rosa Luxemburg einmal in den Kaland oder in den Landwehrkanal, der hinter uns ist, geworfen. Und deswegen probieren wir hier einmal eine EVP-Sitzung und einmal eine K2-Sitzung zu machen. Wir haben Geräte mit, einmal das, was ich in der Hand habe und einmal das, was einmal auf ihrem Namenszug hier sozusagen liegt. Wenn sie das einmal berühren, dann schlägt das auch aus und dann können sie halt somit zumindest uns in Verbindung treten und kommunizieren. Falls Sie Lust haben, wie gesagt, können Sie auch was auf unsere Kamera hinterlassen. Einfach versuchen zu reden mit uns und wir können das im Nachhinein nachher einmal rausfiltern und gucken, ob Sie mit uns geredet haben. Und auch wenn es zunächst den Anschein macht, dass nicht viel Spektakuläres geschieht, wird sich das noch schnell ändern. So, Rosa Luxemburg, eventuell hast du ja Lust mit uns zu kommunizieren. Jetzt habe ich noch eine Taschenlampe hingelegt. Mit der Taschenlampe, so heißt es zumindest, kannst du dich dazwischenlegen, deine Energie sozusagen zwischen dem Leuchtmittel und einmal der Batterie und somit mit uns kommunizieren, wenn du halt die Taschenlampe zum Ausschlagen bringst, wollte ich gerade sagen, zum Leuchten bringst. Bist du hier gestorben? Kannst du wieder ausmachen? Mach mal bitte wieder aus. Hast du die Taschenlampe gerade angemacht? Wenn ja, kannst du sie bitte auch wieder ausmachen? Klappt doch mit dir. Genau im Moment, in dem Matthias den Geist auffordert, die Taschenlampe auszumachen, schaltet sie sich aus. Ein meiner Meinung nach echt spannendes sowie gruseliges Ereignis, das er da festhalten konnte. Did you see that? Reddit-Nutzer Writhing Theory postete ein Video, auf dem er eine Aufforderung in den Raum wirft, dass wenn jemand anwesend ist, er doch bitte den Knopf eines Spielzeugs drücken soll. If there's someone in here, hit the button. Er selbst geht davon aus, dass es sein Vater ist, der kurz zuvor gestorben ist und sich bemerkbar machen will. Ist sich aber durchaus bewusst, dass es auch ein simpler Kurzschluss sein kann.
auch wenn das Timing natürlich ziemlich außergewöhnlich ist. Lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen. Reddit-Nutzer Cosmos95 postete ein Video, das mit einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde, die im Zimmer seiner Mutter aufgestellt war, um ihm eine Benachrichtigung zu geben, falls sie aus dem Bett fallen sollte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befand sie sich jedoch in einer Reha-Klinik. Im Video selbst merken viele Personen an, dass man einen sich drehenden Türknauf hören soll und rennende Schritte. Ich lasse das Video nun komplett durchlaufen und bitte euch, falls ihr etwas seht, was ich übersehen haben könnte, dies in den Kommentaren mitzuteilen. Am 28. September 2013 hat der YouTuber Skyjets ein Video hochgeladen, das ihm zeigt, wie er einem Geräusch auf seinem Hinterhof am Waldrand nachgeht, das wie ein verletztes Tier klang, das möglicherweise Hilfe benötigen könnte. Doch was er stattdessen vorfand, dürfte ihn vor zukünftigen Expeditionen dieser Art abhalten. C'est bizarre, ça a arrêté tout d'un coup, c'est peut-être parce que je m'en viens. Il y a tellement de branches là, la nuit. In den Kommentaren wiesen einige Personen darauf hin, dass es sich um ein Pferd oder sogar einen Bären handeln könnte. Was ist eure Meinung? Pferd? Bär? Alien? Oder doch nur ein Prank? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Chris Howley uploadete einen Clip, der im Jahr 2006 während einer paranormalen Untersuchung des Ancient Wham Inns aufgenommen wurde, ein weltberühmtes Spukhotel in England, in der bereits gefühlt jedes bekannte Geisterjägerteam eine Untersuchung gemacht hat. Auf jeden Fall ein weiteres gruseliges Ereignis, das in diesem Gebäude aufgezeichnet wurde. Aber meine Frage an euch, würdet ihr in diesem Hotel Urlaub machen wollen, wenn ihr könntet? Schreibt es mal in die Kommentare. Zum folgenden Video ist leider keine genaue Information über den Ort der Aufnahme vorhanden. Man kann aber davon ausgehen, dass es sich um ein Büro handelt, das sich in Indonesien befindet, ausgehend von den Texteinblendungen im Video, die laut Google-Übersetzer indonesisch sind.
Ein Video wie dieses ist natürlich wie viele andere auch leicht zu faken. Deswegen sollte man das Ganze immer mit Vorsicht genießen. Speziell, wenn es keine weiteren Hintergrundinformationen gibt. Das Stanley Hotel in Colorado ist nicht nur ein Wallfahrtsort für Fans des Paranormalen. Auch Stephen King-Fans kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten, denn er nutzte die Hotelanlage als Inspiration für seinen Roman The Shining. In dieser prunkvollen Herberge werden auch regelmäßig sogenannte Ghost-Touren angeboten, bei denen Hobbygeisterjäger eine unterhaltsame Zeit haben. Denn nicht nur Urlauber, die Entspannung suchen, mieten sich hier ein. Auch über den Tod hinaus scheint dieser Ort sehr beliebt zu sein, wie wir im folgenden Clip sehen können. Lucy, can you please shut the door for me? Thanks, Lucy. Thank you, Lucy. Thank you, Lucy. You guys try and go out again. Yeah, see if it shuts it on us again. Lucy, are you cold? Der Clip wurde in Raum 401 des Stanley Hotels aufgenommen und soll die Aktivität eines Geistes namens Lucy zeigen. Ein kleines Mädchen, das vor vielen Jahren im Keller des Hotels erwischt wurde, als sie die dort aufbewahrten Baupläne durchstöberte. Das Hotelpersonal warf sie daraufhin raus in die eisige Kälte des Winters, wo sie auf tragische Weise erfror und seitdem unter anderem im Keller des Hotels herumspukt. C.S. Crazy Crossroads aus Brooksville in Florida uploadete ein Video von einer seiner nächtlichen Expeditionen zur sogenannten Demon Church, in der eine hohe Aktivität von paranormalen Phänomenen zu sehen ist. Doch die wohl mysteriöseste Stelle im Video wurde erst von Kommentatoren entdeckt, die darauf hinwiesen, dass bei 2 Minuten und 47 Sekunden zu sehen ist, wie ein Stein auf den furchtlosen Abenteurer zugeflogen kommt. Einige Kommentatoren stellen sich die Frage, ob es sich bei dem Objekt nur um eine Motte handelt. Andere hingegen wiesen darauf hin, dass man kurz nachdem das Objekt im Bild war, eindeutig einen Einschlag des Objekts hören kann, der auf etwas Schweres schließen lässt. Sagt mir gerne eure Meinung in den Kommentaren und schaut euch gerne das komplette Video auf CS Crazy Crossroads Kanal an. Wie immer sind alle Videos in der Beschreibung verlinkt. Reddit-Nutzer Jack and White postete dieses Video seiner Türkamera mit der Anmerkung, dass nachts des Öfteren merkwürdige Dinge rund um sein Haus vor sich gehen, ohne diese genauer zu erläutern. Es ist natürlich sehr gut möglich, dass dieses, wie viele Videos dieser Art, ein Insekt auf der Linse ist. Jedoch finde ich in diesem Fall interessant, wie das Objekt gegen Ende scheinbar aufsteht und es aussieht, als würde es aufrecht laufen, was vielleicht auch wieder durch die Fischeilinse der Kamera zustande kommen kann, die Objekte speziell am Rand verzerrt darstellt. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt. Oddity and Wonders uploadete ein Video, das unbekannte Flugobjekte über Los Angeles zeigt. Die wirken, als könnte jederzeit eine Invasion beginnen. How many were there? 30? 30. And they just disappear. Look, here comes more.
fuck is that? I don't know. I don't hear any sound from jets or anything. At all. Look, UFOs. What are those? There's like 30 of them. They keep coming out of nowhere. Yeah, this is the real deal. Die Personen im Video merken deutlich an, dass kein Triebwerksgeräusch zu hören ist und können dieses Phänomen nicht erklären. Was denkt ihr? Zeigt dieses Video, dass wir Besuch von Außerirdischen bekommen haben? Oder handelt es sich hier um etwas ganz anderes? Reddit-Nutzer Shadow12 uploadete ein Video aus seinem alten Zuhause, in dem man annehmen kann, dass den dort ansässigen Geist die Zeit nicht schnell genug vorbeizugehen scheint. Shadow12 berichtete von weiteren kleineren Vorfällen, wie seine Katzen, die häufig die Wände im Haus angestarrt haben, eine Nachttischlampe, die am nächsten Morgen auf dem Boden lag, oder Schritte, die nachts von seiner Mutter gehört wurden. Was auch immer in diesem Haus sein Unwesen getrieben hat, er wird sicher erleichtert sein, diesen gruseligen Untermieter nicht mehr in der Nähe zu haben. YouTube-Nutzer William Davis, der von sich behauptet, seitdem er 11 ist, mit Geistern kommunizieren zu können, uploadete ein Video, das er gefilmt hat, nachdem er, während er im Bett lag, von merkwürdigen Geräuschen in seinem Schlafzimmer aufgeweckt wurde. Im Video hört man neben wiederholten Klopfen, das laut William von seiner Zimmertür kommt, auch ein kurzes geisterhaftes Atmen, bei dem man natürlich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob es von ihm stammt. Strange. What the? I didn't even wonder if that was a draft. Window's probably no good. Here you go, I can unlock it. It's ridiculous, isn't it? It's me breathing in. Definitely not, it's on the street. Ein weiteres Video, das er 2 Wochen später hochgeladen hat, zeigt, dass Geister nicht nur in der Dunkelheit ihr Unwesen treiben können, sondern auch tagsüber gerne mal das ein oder andere Chaos stiften. Coming from over there. PlayStation games fell down. Look at me. Oh.
this. Oh, I'm so tired of doing this. Sorry about the angle. That's what I have to put up with. Im weiteren Verlauf des Videos ist ein deutliches Knurren zu hören, bei dem ich erst dachte, dass es sein Magen sein könnte und bin mir nicht zu 100% sicher, ob es so ist. Auf jeden Fall hört es sich äußerst komisch an und ich werde euch das Video jetzt erst einmal normal und danach mehrfach mit Audiobearbeitung vorspielen. Was denkt ihr, was William bei sich zu Hause hat? Einen bösen Geist, der ihn vertreiben will? Oder ist das alles nur ein böser Streich, den er uns spielt? Das folgende Video vom YouTube-Nutzer Ruben Mockery zeigt eine ausgelassene Gruppe von Freunden, die an ihrem Lieblingsort im Wald am Lagerfeuer sitzen und sich sichtlich amüsieren. Doch die freudige Stimmung ist nicht von allzu langer Dauer, als einer der Truppe etwas Merkwürdiges bemerkt. Mate. Is that a full moon? Guys, what is that? I think it is. Yeah, I think full moon night. What's what, brother? Seriously, guys. There's something behind. I seriously saw something over there. Dude, Tom, did you not see it? Dude, there was something there for like 2 minutes. Jeremy, Trevor. Dude. It was over there. Dude, whatever, man. Man, hey, Tom, yeah. Guys. What? Oh my God! What is that? That there, oh my that's God. It! That's it! Oh my gosh! Oh, what is it? I don't know. Oh, crap. Oh my God! Oh my God! Oh my God. Get in, guys. Get in. Okay. Okay. Where's the keys? I don't know. Seen it. Where's Tom at? Where's Tom? Tom! Tom! You alright? Thank God, are you okay? Dude, I think I lost it. I don't know. I think it's right behind me. I'm not sure. What is it, dude? What is it? I don't know. You need to. What? Jump! Come on, get down here with us. You'll have to jump. Come on, get down. Jump. This is too high. Dude, if you don't jump, it's gonna get you. You have to jump. It's like, oh my gosh! Ah! Oh my gosh, dude! Did you see that? Thank oh my goodness. I don't know. Oh my goodness. Die Bildqualität lässt natürlich sehr zu wünschen übrig und macht es umso schwerer, eine eindeutige Antwort zu bekommen. Hoffen wir, dass Ruben seine Antworten bekommen hat. Denn dies war seit 10 Jahren das letzte Video, das er auf seinen Kanal hochgeladen hat. So, und damit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Mythenecke.